Und wenn du mir das Kredit nicht rechtzeitig zurückzahlst, werde ich mit Baseballschlägern vor dein Haus stehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Animal Crossing Let's Go to the City mit mir, den Thomas von PlayerGaddon. In der letzten Folge haben wir ja unfreiwillig den Job bei Tom Nook angenommen. Und müssen jetzt weitermachen, was wir machen. Ich glaube, wir sollten irgendwas austeilen, oder? Nee, ich hatte ja das letzte Paket zu Woofy gegeben. Beziehungsweise ich hab ihm das Paket gegeben. Hätte ich Paket nicht gesagt, hätte ich das ein bisschen pervers angehört. Also, Tom Nook, was soll ich jetzt machen, du Tom Nook? Du bist zurück, oh ja, zurück, und die Lieferung hast du auch ausgeführt. Gute Arbeit. Thomas, du siehst zwar etwas überheblich aus, aber du arbeitest wie ein geölter Blitz, hm? Nun zu deinem nächsten Auftrag. Aber halte ein, davor gibt es noch etwas anderes zu tun, Thomas. Du hast dir etwas viel Zeit gelassen, hm? In der Zwischenzeit hat diese Stadt Zuwachs bekommen. Du sollst dich vorstellen, oh ja, neue Mitglieder unserer Gemeinschaft müssen gebührend begrüßt werden. Das ist dir klar, dass das auch ein Teil deiner Arbeit ist. Nein? Dann ab mit dir, hm? Ja, schön. Das interessiert mich überhaupt nicht, ob da noch einer hingezogen ist. Denn da sind alles solche Mongo-Nachbarn und... Oh, guck mal, die Bäume wachsen noch nicht mal. Wie schlecht sind die hier eigentlich? Ja, wer ist denn hier neu dazugekommen? Hasso war da Keks, Franka, Rubina, Wuffy, Silke hatten wir auch schon. Benedikt hatten wir auch schon. Raphael ist neu dazugekommen. Ja, der ist neu dazugekommen. Begrüßen wir mal Raphael. Ah, wieso bekommen wir keine vernünftigen Nachbarn? Na prima, noch ein Schaulustiger, der sich neu Ankömmling ansehen will, Pfiffikus. Ach, entschuldige, wegen des Umzugsstresses bin ich etwas reizbar. Normalerweise bin ich netter, ein wenig, aber genug Geschwatz. Ich heiße Raphael, schön dich kennenzulernen. Komm mal vorbei, wenn du Lust hast, Pfiffikus. Nein. Ich komme da nicht sehr gerne vorbei, da dein Haus auch etwas blöde gelegen ist. Ich meine, wenn du hier mal stolperst, fliegst du direkt in die Schlucht runter. Das ist keine Schlucht, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, jetzt werden wir wieder zum Tom Nook gehen und er ist wahrscheinlich jetzt mit zufrieden mit uns, mit unserer Arbeit. Du hast Hallo gesagt, ja? Ja, das habe ich. Es ist schön, neue Leute kennenzulernen, hm? Und jetzt zurück in die Arbeit. Deine nächste Aufgabe ist, einen Werbebrief zu verfassen. Den schickst du dann bitte an meinen Stammkunden Keks. Danke ihm nur kurz, dass er so ein treuer Kunde ist und weise ihn auf unsere Aktionsgebote hin. Hier, verwende dieses Briefpapier. Hm? Ja, das kann ich machen. Den Brief kannst du dann am Postschalter im Rathaus aufgeben, ja? Ja. Na dann, auf geht's. Ja. Taschenbrief. Brief schreiben am Keks, ne? Okay. Hallo Keks. Ich bin Doppelpunkt D. Fertig. Ja. So. Das können wir ihn jetzt losschicken. Das ist perfekte Werbung für Tom Nook. Und er weiß auch direkt, dass es zu Tom Nook gehört. Da ich ein treuer Arbeiter von Tom Nook bin. Ich arbeite da ja schon ein paar Stunden. Warte, wo ist das Rathaus? Da unten, okay. Der Bürgermeister ist ja eine Schildkröte. Eine alte Schildkröte, die den ganzen Tag pennt. Also, oh nein, die armen Blumen. Och, hier ist ja wieder... Immer wenn der Vogel da oben ist, heißt es, dass etwas... Morgen ist Flohmarkt. Oh nein, ich hab die Flohmarkt. Och, ist doch kacke. Brandhase Neuigkeiten. Soeben wurde uns ein neuer Seltener geliefert. Orientruhe. Ja, kann ich mir sowieso nicht leisten. Ich habe erst 100 Sternis und das ist hier so viel wie weniger als ein Cent. Ups, Mikrofon verschoben. Okay, Pelikan, Pelli. Hier ist das Fenster des örtlichen Bürgerbüros. Was kann ich für dich tun? Ach, ich wollte ja einen Brief verteilen, ja. Verteilen, beziehungsweise... Sinn. Dies ist das örtliche Postamt. Was kann ich für dich tun? Einen Brief verschicken. So, und wohin soll die Post verschickt werden? Wahrscheinlich nach London.
Ja, an Keks. In Ordnung. Du kannst mir den Brief gerne geben. Hast du noch andere Briefe, die du verschicken möchtest? Nein. Herzlichen Dank für deinen Besuch und komm bald wieder. Nein. Okay, jetzt haben wir unseren Job auch getan. Jetzt können wir wieder zu Tomnok und gucken, was die nächste Aufgabe ist. Ich hoffe, das wird nicht wieder so eine Aufgabe. Okay, jetzt gehen wir mal so den Berg hoch. Ja, Berg, was, Berg kann man das ja nicht nennen. Das ist vielleicht, keine Ahnung, 2 Meter hoch. Ich weiß ja nicht, wie groß der Villager ist. So, Tomnoks Laden. Dein Laden ist so groß, deswegen darfst du dich auch so fühlen und mir einen Job geben. Mal gucken, wie viel er mir zahlt. Du hast ihn abgeschickt. Ah, sehr schön, ja. Ich habe das Gefühl, du hast etwas getrödelt. Ja, aber ich bin schon froh, dass du es überhaupt geschafft hast. Das ist einfach so BAM in die Fresse. London ist voller Brieffanatiker. Nee, das war ja die Stimme von Pelikan Pelli. Deshalb war es von höchster Wichtigkeit, diesen Brief zu schreiben. Jetzt möchte ich, dass du einen Teppich auslieferst. Und diesmal einen Turbogang, wenn ich bitten darf. Liefere diesen Teppich an Franka. Ja, mal gucken. Du denkst vielleicht, ich würde es nicht merken, aber lauf keine Umwege und halt keine Schwätzchen unterwegs. Hm? Ja, führ einfach schnell die Lieferung aus und melde dich danach wieder bei mir. Ja. Liebend gerne, liebend gerne, liebend gerne. Okay. Franka, wo wohnst du? Och, ganz da unten, ey. Weißt du, Tomnok will mich nur verarschen. Och, wieso ist hier keine Brücke? Oh, ich hasse es so sehr, wenn man immer solche Umwege laufen muss. Ja, jetzt habe ich hier eine kleine Runde gelaufen, aber das ist ja auch egal. Apropos, gestern fand ja der Stream statt, ein wieder. Es tut mir leid, wenn die Qualität, die war zwar... Ja, weißt du... Okay... gestern fand ja der Stream statt, die Qualität war besser... Aber es hat zwar geleckt, das lag, dass es von meinem PC gestreamt wurde und nicht von Tims PC. Ja, war in Ordnung eigentlich, war in Ordnung. Ich meine, das Stream macht viel Spaß. Ja, und die sind ja nicht zu... Ja, das ist doch Franka, oder? Gut. Brauchst du etwas, Thomas? Post. An Franka, Teppich. Oh, danke. Aber warum lieferst du denn diese Sachen aus? Naja, geh mich eigentlich nichts an. Wenn du schon am Ausliefern bist, könntest du da meinen alten Teppich mitnehmen? Bitte. Ja. Ja, weißt du, sie fragt mich, ob ich einen Teppich mitnehme, aber warte noch nicht mal auf eine Antwort von mir, ja. Du kannst den Teppich behalten oder wegwerfen. Bei meinem Geschmack hat selbst mein Müll viel Stil. Wenn dir das Design gefällt, verwende den Teppich ruhig in deinem eigenen Haus. Wenn nicht, kannst du ihn mal Tomnok verkaufen und damit ein wenig Geld machen. Er hat täglich neue Angebote an Tapeten und Teppich in seinem Laden. Du könntest mir dein Geld von meinem alten Teppich sogar einen neuen kaufen, wenn du möchtest. Nein. Okay, so, Tomnok, ich habe wieder ein Geschäft für dich gemacht. Das, was ich als nächstes machen will, erstmal den Job bei ihm kündigen, wenn ich genug Geld habe. Und dann in die Stadt gehen, um mir was Schönes zu gönnen. Und da ist das Museum mitten im Weg. Ach, ist der Sternenhimmel nicht schön. Beautiful. Okay, jetzt werden wir zu Tomnoks Laden laufen. Ich weiß, wir können es schaffen. Oh, Sailor Moon, nein. Sailor Moon und Dragon Ball. Gute Mischung, gute Mischung. Okay, Tomnok, was müssen wir jetzt tun? Willkommen zurück. Nee, warte. Oh ja, gute Arbeit. Wer essen will, muss auch arbeiten. Langsam hast du dieses Prinzip kapiert, hm? Weiter so. Aus dir könnte auch noch etwas werden. Deine nächste Aufgabe ist, diese Gießkanne an Keks auszuliefern. Oh, und denk nicht mal dran, das Eigentum meiner Kunden selbst zu verwenden, hm? Wenn du Blumen gießen willst, kauf dir einfach selbst eine Gießkanne. Also bitte, husch, husch. Wenn du fertig bist, sag Bescheid, ja? Ey, ich hasse den Kerl so. Ich hasse ihn, ich hasse ihn. Der ist so frech und fühlt sich wie sonst was. Nur weil er... Ja, ich werde die Gießkanne jetzt benutzen, ist mir egal. Ja, man kann ihn nicht benutzen, ja. Wo wohnen Keks? Ja, der wohnt aus. Naja, es geht, es geht. So weit wohnt er nicht entfernt, aber... Am besten wäre ja, wenn er mir nur 6 Meter im Umkreis... Wehe, der ist nicht zu Hause. Ist das Keks?
Ja, na Thomas, wie läuft es? Hier für dich. Eine Gießkanne, das hast du dir schon immer gewünscht. Endlich, meine Gießkanne, Plätscher, Plätscher. Jetzt kann ich meine Blumen wieder aufpäppeln. Danke für deine Lieferung. Stopp, fast vergessen. Ich muss dir noch für etwas anderes danken. Das hier war doch auch von dir, oder Clef? Hallo Keks, ich bin geil. Ja? Alle Stadtbewohner bekommen gerne Post. Denn wer viel Post kriegt, ist beliebt, nicht wahr? Versprich mir, dass du mir einen Brief schreiben wirst, ja, Clef? Oh, aber ich bin nicht so gut, was das Bewahren von Geheimnissen angeht. Also schreib lieber nichts Persönliches rein, ja? Jo. Oh, ich will nicht immer mit dem plaudern, das ist so langweilig. Ich will nur so badboyhaft überall... Wieso ist hier so vor Unkraut, ey? Können die sich entfernen? Weißt du, deren Stadt, die wohnen hier seit viel länger als ich, aber kümmern sich nicht drum. Nein, ich muss mich ja drum kümmern. Wobei ich mich nicht drum kümmern muss. Weißt du, Tomno kann sich noch nicht mal einen Gärtner leisten, ey. Da bist du ja wieder. Gut gemacht. Naja, was kommt nun als nächstes? Ah ja, da fällt mir wieder ein. Neben dem Rathaus steht das schwarze Brett. Ja, hast du schon gesehen? Schreibe bitte eine Werbeanzeige an das schwarze Brett. Die Formulierung überlasse ich dir, aber schreib irgendwas Cooles. Was die jungen Leute anspricht. Aber Vorsicht, wenn du dort etwas hinhängst, ja. Schreibe also keinen Unsinn, der uns den Vorwurf verbringt. Na los, auf geht's. Komm dann noch wieder. Joa. Ich werde eine ganz schöne Nachricht ans schwarze Brett hängen. Und Tomnok, ja, darüber wirst du dich aufrollen. Jetzt werden wir zum schwarzen Brett runnen. Und da hinten ist wieder dieses blöde Huhn. Ey, ich hab nur Scheiß, Nachbarn, ey. So. Nein, als schwarze Brett wollte ich. Ja, Mann, ey. Animal Crossing, das Spiel ist ja auf eine Kindereinführung aufgebaut, denn diese Schildkröte, die einem am Anfang ins Dorf bringt, diese Schildkröte ist in der japanischen Mythologie eine Schildkröte, die kleine Kinder entführt. Und jetzt lebt man hier in einem Dorf voller Tieren, also das Spiel beruht auf eine Kindereinführung. Das ist nicht gut für Kinder. Thomas, gibt's den Hashtag? Oh Mann, hier gibt's kein Hashtag. Ist doch kacke, ey. Wobei? Hashtag? Hashtag? Bin ich blind oder ist hier... Hashtag, geil! Das ist heavy. Ja, Schnauze. Und jetzt machen wir noch ein Hashtag. Hashtag Hipster Minecraft YOLO. Nein, nicht D. Swag Kiddies. Fertig. Das ist Heavy und Hipster Minecraft YOLO Swag Kiddies. Perfekt, perfekt. Das beste Werbung für Tomnok. Okay, Tomnok, ich werde wieder zu dir kommen. Und dann werden wir gucken, was du jetzt für mich für eine Aufgabe hast. Schade, dass man nicht kündigen kann. Man muss hier unfreiwillig arbeiten. Ja, das Spiel beruht wirklich auf eine Kinderanführung, ja. Illuminati for the win. Okay. Okay, Tomnok, was geht jetzt ab? Ah, da bist du ja wieder. Hast du die Anzeige geschrieben? Oh ja, sehr gut. So, und damit bist du fertig. Fix und fertig. Das waren alle Kleinigkeiten, die sich angesammelt hatten. Und da somit nichts mehr für dich zu tun ist, bedeutet das Ende deiner Beschäftigung hier, Kredit für dein Haus, naja, den musst du natürlich auf Heller und Sterni zurückzahlen. Dein Aushilfsjob hier hast du 1400 Sternis verdient. Alter, als ob so wenig. Das heißt, du schuldest mir noch 18.400 Sternis für das Haus. Ich habe keine Arbeit mehr für dich. Du wirst also nach anderen Wegen suchen müssen, den Kredit zurückzubezahlen. Du könntest zum Beispiel anderen Einwohnern helfen. Und wenn du mir das Kredit nicht rechtzeitig zurückzahlst, werde ich mit Baseballschlägern vor dein Haus stehen. Oder verkaufe Sachen, die du nicht selbst benötigst. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber wenn die Kohle nicht rechtzeitig kommt, wirst du zusammengeschlagen.
Und wenn du etwas verkaufen willst, komm zu mir. Ich zahle gut. Oh, eins noch. Du kannst den Kredit abzahlen, indem du mir vom Bankautomaten im Rathaus Geld überweist. Wenn du mich vollständig zurückgezahlt hast, dann reden wir mal über einen Hausbaumbau, ja? Im Moment ist dein Haus ja etwas eng, aber ich kann es vergrößern, damit du mehr Platz hast. Also, danke für deine Hilfe hier im Laden und so. Deine Einkäufe erledige doch bitte in Zukunft auch immer bei mir, hm? Ja. Und wenn du nicht rechtzeitig die Kohle zahlst, werde ich mit meinen Kumpels vor dem Haus stehen mit einem Baseballschläger. Juhu! Ich bin jetzt fertig mit der Arbeit. Ich bin ein freier Mann. Ja. Und damit würde ich auch sagen, das war's dann für die heutige Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen däumigen Daumen nach oben. Ja, einen däumigen Daumen. Immer Kommentare würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr kein Animal Crossing mehr verpassen wollt, abonniert uns doch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.